Bei unserem Neujahrsempfang kommen immer auch die Religionsgemeinschaften zum Wort. Und zwar deshalb, weil sie für viel Zusammenhalt in unserer Stadt stehen. Die christlichen Kirchen, die Muslime und die jüdische Gemeinde. Deshalb freue ich mich jetzt auf Worte von Frau Dr. Leicht, unserer evangelischen Stadtpfarrerin. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Vertreterin der Religionsgemeinschaften in Emmendingen stehe ich mitten auf dem Marktplatz. Der Markt, Ort der Begegnung, Ort des Austauschs. Sinnbild für Pluralismus und für eine demokratische Debattenkultur. So verstehe ich uns als Religionsgemeinschaften. Wir tauschen uns untereinander aus, zum Beispiel in INTRE, dem interreligiösen Trialog Emmendingen. Aber wir tauschen uns auch aus als gesellschaftliche Player zusammen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen. In diesem Austausch oder für diesen Austausch können wir vielleicht die Fragen von Immanuel Kant zugrunde legen. Jedenfalls habe ich mir das jetzt für diese Neujahrsansprache so überlegt. Kant sagt, es gibt Grundfragen der Philosophie, die lauten: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und diese Fragen münden in die letzte Frage: Was ist der Mensch? Niemand hat eine endgültige Antwort auf diese Fragen. Und ich kann alle Skepsis gegenüber religiösen Institutionen verstehen, die fundamentalistisch auftreten und so tun, als hätten sie die Antworten. Ich möchte einfach meinen subjektiven Zugang zu diesen Fragen mit Ihnen teilen, Ihnen mitteilen. Was kann ich wissen? Wir sind dankbar für die Wissenschaften. Dankbar zum Beispiel auch dafür, wie schnell ein Impfstoff gegen Corona gefunden wurde. Der lässt uns hoffen für dieses Jahr 2021. Wir brauchen die Wissenschaften und es ist faszinierend, was wir mittlerweile alles wissen können. Und doch merken wir immer auch, unser Wissen stößt an Grenzen. Vieles wissen wir nicht, immer noch nicht. Ich denke, das bleibt so. Was soll ich tun? Oder vielleicht besser fragen wir, was sollen wir tun? Und natürlich auch, was sollen wir lassen? Diese Frage stellt sich uns immer neu als Gesellschaft. Im Hintergrund steht die Frage danach, was trägt zu einem guten Leben für alle bei? Das ist unsere ethische Aufgabe als Gesellschaft, darauf Antworten zu finden, gemeinsam. Was darf ich hoffen? Ich kann mir ein Leben ohne Hoffnung schwer vorstellen. Hoffnung bedeutet so viel wie die Offenheit für das, was geschieht. Wer nicht offen ist, nicht hofft, macht im Letzten dicht. Natürlich gibt mir die christliche Religion oder Religion insgesamt eine große Portion an Hoffnung mit und damit auch an Trost. Denn sie sprechen eine Dimension an, die über das Materielle, das Sichtbare und Greifbare und damit auch das Endliche hinausgeht. Alle Fragen Kants münden in die eine: Was ist der Mensch? Vor dem, was wir 2020 erlebt haben, möchte ich Ihnen drei Antworten anbieten, drei Annäherungen an diese Frage. Wir sind als Menschen Teil der Natur. Wir stehen ihr nicht gegenüber. Wir können sie und dürfen sie nicht beliebig ausbeuten. Wir sind abhängig. Das lehrt uns diese Corona-Pandemie, was so ein kleines Virus alles anrichten kann. Wir sind als Menschen, auch das lehrt uns die Pandemie, zum Zweiten verletzlich. Mit dieser Verletzlichkeit müssen wir leben lernen. Das ist oft nur schwer auszuhalten. Es bleibt unsere Aufgabe. Und zum Dritten, als Menschen machen wir Fehler. Das ist unausbleiblich so. Deshalb sind wir auf Vergebung angewiesen und wir haben den Auftrag, anderen zu vergeben. Anders können wir nicht menschlich miteinander leben. Vor diesem Hintergrund wünsche ich Ihnen für 2021 alles Gute zum neuen Jahr. Ganz viel Menschlichkeit, Menschenfreundlichkeit und, eher religiös gesprochen, Barmherzigkeit. Die brauchen wir vor dem Hintergrund dieser Grenzen des Lebens.
Alles, alles Gute. Adieu.